So, raus aus der Pause. Und die Station, die normale Krankenstation, ist vollendet. Und damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Two Point Hospital. So, wir brauchen noch einen Assistenten. Nee, einen Pfleger. Naja, ist jetzt sowas ähnliches. Wir stellen ein. Einen Krankenpfleger, genau. Tarkin Dumpf. Pflanzen benötigen Wasser. So. Okay, aber ich hatte gerade noch am Ende der letzten Folge gesehen, dass die hier auf eine Diagnose warten. Hier steht es unten. Wir benötigen eine Arztpraxis, um Diagnosen stellen zu können. Und die... Oh, Entschuldigung. Und die werde ich auch mal bauen. Da muss ich dann wieder... Ja, da muss ich wieder einen Cut machen. Aber ist nicht weiter tragisch. Ja, Diagnosezimmer kennen wir ja, beziehungsweise neue, ganz normale Arztpraxen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Cut wieder. Also bis gleich. So, wir finalisieren das Zimmer, die Arztpraxis. Und natürlich brauchen wir nachher noch einen Arzt, klar. Wir nehmen natürlich möglichst jemanden, der schon ein bisschen Erfahrung hat in der Branche. So, raus aus der Pause. Und jetzt können die Leute hier auch zur Diagnose schreiten, zu ihrer eigenen. Und ich werde gleich nochmal eine Bank hier hin pflanzen. So, und vielleicht noch eine. Zack. Genau, so. Und eventuell noch eine Zeitung. Zeitung, eine Heizung. In die Ecke hier. Warum geht das nicht? Hallo? Doch, geht. So, damit es hier auch schön mollig warm ist beim Warten. Und dann kann hier nichts mehr passieren. So, erste Arztpraxis ist fertig. Wir bauen gleich noch eine andere hier drüben. Glaube ich. Ist ganz gut, die Idee, oder? Also entweder hierher, hier dran oder hier drüben. Ich würde fast sagen hier drüben, dass das ein bisschen aufgeteilt ist. Und bevor ich das mache, gehe ich mal kurz in die Post. Temperatur. In einigen Teilen des County ist es sehr kalt, in anderen sehr heiß. Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Patienten wohlfühlen, indem wir sicherstellen, dass es nicht zu warm und nicht zu kalt ist. Patienten, die frieren oder schwitzen, werden irgendwann unzufrieden und verlassen früher oder später das Krankenhaus. In kalten Gegenden solltest du Heizkörper überall im Krankenhaus platzieren. In heißen Gegenden brauchen wir Klimaanlagen. Finde mit dem Temperaturschema heraus, wo sich die kalten und heißen Ecken des Krankenhauses befinden. Ja, das ist klar. Sorge dafür, dass überall im Krankenhaus Wohlfühltemperaturen herrschen, um unseren Temperaturkomfortwert zu optimieren. Das machen wir. Neue Krankheit entdeckt. Portis Head. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Portis Head. Portis Head betrifft Körper und Geist. Einst wurde angenommen, dass es durch Seeluft verursacht wird. Nun steht fest, dass die Krankheit hauptsächlich Personen befällt, die in Portis Head leben. Wir werden den Patienten sofort hierher schicken, in die Station. Und die haben wir ja gerade gebaut, beziehungsweise habe ich gerade im Off gebaut. Notfall, Fraktur. Eine Gruppe von Frakturpatienten wurde hilflos zurückgelassen, nachdem ein Krankenhaus von Bangel Meditech auf die Hochsee verlagert wurde. Ja klar, sie benötigen weitere Behandlung. Sollten wir sie erfolgreich behandeln, winkt uns eine Belohnung. Wollen wir die Patienten aufnehmen? Na klar, wir nehmen alles auf, was möglich ist. Patienten treffen jetzt auf der Frakturstation. Genau, die ja, ist nicht wirklich groß. Ich habe ja hier, ich habe ja hier noch vier Betten habe ich nur und eins wieder wegnehmen müssen, wegen Platzmangels. Ja, ist die Frage. Ich hätte die Station hier so groß bauen können, dass sie den Raum oder das Haus hier komplett ausfüllen jeweils. Nicht jeweils, sondern zusammen. Aber ganz ehrlich, ich finde es doch ein bisschen übertrieben. Wir haben ja noch die Möglichkeit, noch anzubauen hier hinten und hier. Insofern, ja, wir müssen schauen. Wir müssen einfach schauen. Oh, hier kommen 6 Patienten und ich habe nur 4 Betten. Das ist natürlich wieder... Ja, das ist diesbezüglich wieder nicht so schön. Okay, lassen wir das erstmal sein. Ich baue noch eine Arztpraxis. Würde ich aber gerne ohne Päuschen machen, ohne Cut. Geht schnell. 3x3 würde ich gerne bauen. Wieder drüben. Machen wir das mal ein bisschen identisch. Und wie gesagt, auf die andere Seite, dass sich das ein bisschen aufteilt eventuell. Und es gegenseitig so ein bisschen entlastet. Warte, mache ich jetzt richtig rum? Nee, so rum. So, okay, Aktenschrank. So, den Arzneischrank. Ich weiß gar nicht, ob man ihn hier überhaupt... Ich habe ihn drüben, glaube ich, auch gebaut. Weiß jetzt gar nicht mehr. Habe ich gerade nicht im Kopf. So, eine Lampe hatte ich auch gebaut. Ja, so eine schöne, gemütliche Lampe. Und der Abfalleimer, klar. So, geht recht schnell. Feuerlöscher. Halt. Dahin.
Desinfektionsspender neben die Tür. Verstorbene Patienten werden gebeten, nicht im Krankenhaus umherzuspucken. So, das können wir leider nicht verhindern. Und ein Bücherregal, genau. Das passt hier auch ganz gut rein. Und die Pflanze, die bauen wir mal. Wo brauche ich denn die hin? Die baue ich hier hinten hin. Ja, zwar in die Ecke, aber es geht schon. Es geht schon. So, ein Anschlagbrett würde ich gerne reinbauen. Wie in dem anderen Zimmer. Warte mal. Wo ist das Ding? Hier ist es. Das mache ich mal. Oder kann ich das hinter ihm? Das müsste hier auch hingehen. Ja, ist nicht so optimal wegen der Heizung, aber passt schon. Passt schon. So, Zeichnungen können wir diesmal hier auch mal rein. Warte mal, die hänge ich auf die andere Seite. So. Haben wir auch schon eine neue Prestigestufe erreicht. Das ist schön. Hier noch eine Uhr hin. So. Und ein Bildchen. Warte, ein Hochkantbild, glaube ich. Warte mal, was mache ich denn da? Ernährungspyramide passt, glaube ich, ganz gut. So. Okay, finalisieren. Das ist so schnell geht das. Und dann stelle ich noch einen Arzt ein. Hier, Faye de la Grotte. Den Namen kennen wir doch schon. So. Okay. Gut, dann haben wir jetzt zwei Arztpraxen. Das können wir. Das ist sehr gut. So, Bank, silberne Bank. Ich mache mal eine normale Bank diesmal hier. So, einmal hier und dann baue ich hier unten wieder eine Heizung hin. Also, beziehungsweise in die Ecke. So. Und dann sollte es einigermaßen gemütlich sein. So, was fehlt hier? Eine Apotheke, nehme ich mal an. Das Zeichen für eine Apotheke, würde ich mal behaupten. So. Okay. Okay, hier sind alle Betten besetzt. Ah, warte mal, hier muss ich auch noch eine Bank hinbauen. Mindestens eine. Warte, zack. Da einmal hin. Na, komm schon. Tagt. So. Alles klar. Unsere Ärzte haben bei einem Patienten WC-Warzen diagnostiziert. Aber für die Behandlung und so weiter, die Apotheke, genau, die baue ich jetzt gleich. Die mache ich hier drüben hin. Muss mal schauen, wohin. Entweder schon direkt hier neben die normale Praxis. Warte. Ja, können wir eigentlich machen. Die muss ja auch nicht so groß werden. Wir haben ja, wie gesagt, hier in den Zimmern und in den Häusern noch ein bisschen Platzmangel. Und das wird. Ja, ich würde gerne eine kleine Apotheke einbauen. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht sogar zwei. Die muss auch 3x3 sein. Ja. Und dann ist hier noch ein Platz für ein anderes Zimmer. So. Da. Zack. Der Arzneischrank, der. Ah, warte mal kurz. Kann ich? Naja. Nein! So, Arzneischrank, den basteln wir mal in die Ecke, wenn das irgendwie geht. Ja, das geht. Können wir gleich noch einbauen. So, ist ja schließlich eine Apotheke. Der Abfalleimer mache ich mal in die Ecke. Feuerlöcher. Bitte geben Sie herumliegendes Kudosch an der Aufnahme ab. Ja, sehe ich auch so. Das habe ich auch noch gar nicht gehört. Das ist neu. Den Spruch kenne ich noch gar nicht. Sehr gut. Eine Pflanze, klar. Auch eine Apotheke kann ein bisschen wohliger wirken, wenn ein Pflänzchen in der Ecke steht oder generell irgendwo steht. So, das sieht doch ganz gut aus, glaube ich, hier. So, achso, einen Stuhl würde ich gerne noch bauen für unseren Mitarbeiter. Genau. Achso, eine Heizung brauche ich natürlich auch noch. Die darf ich nicht vergessen. So, nein, das geht nicht. Dann muss ich den Stuhl... weiß ich gar nicht. Was? Moment. Dann baue ich den dahin. So. Zack. Was ist das jetzt hier? Warum habe ich denn so viele Stühle gebaut? Hä? Guck mal hier. Jetzt stimmt's wieder. Na nü. Was ist denn da passiert? So. Heizung. Wo ist die Heizung? Die ist hier. Ein Patient hat was? Ah ja, okay. Dann... Sehr hungrig, sehr durstig, bla bla. Ja, ich weiß. So, ich mach die Heizung mal dahin. Nein, geht nicht. Das ist ja weniger schön. Okay, dann machen wir's. Warte mal, kann ich hier drüben hinbauen? Nö. Dann muss ich... Boah, das geht gar nicht. Warum geht nicht? Soll ich die Heizung hinbauen? Ja, makaber, aber es ist so. Hier ist schon wieder so wenig... Wo mache ich denn die Heizung jetzt hin? Warte mal, dann muss ich den Raum hier... Quatsch, den... Ich verkaufe den Raum mal. Mann, den Schrank. Ich
verkaufe den Raum. Nein, das mache ich natürlich nicht. So, reicht erstmal, glaube ich. Finalisieren. Und, was müssen wir denn da einstellen? Einen Pfleger. Okay, wir stellen einen Pfleger ein. In der Apotheke wird ein Krankenpfleger benötigt. Ja, bin gerade bei, Madame. Ich bin gerade bei. So, siehst du? Jetzt kann es losgehen hier. Mit der Apotheke. Und hier kotzen die Leute wieder auf die Gänge. Mann. Ich habe eine Menge zu tun momentan. Ich glaube, ich muss mal wieder in die Pause gehen. Sonst führt das nichts hier mit dem... warte mal, da mache ich einen Snackautomaten hin. So, schön an die Wand. Und ich könnte Getränkeautomaten, könnte ich... Ich baue den erstmal einfach nur prophylaktisch auf die andere Seite. Da ist ein Dings. Da ist ein Dingsbums. Wie heißen die denn nochmal? Eine Monobiest. Ich brauche gerade momentan keins, glaube ich. Oder? Brauche ich eins? Moment. Werden wir gleich sehen. Da liegt's. Das Vieh. So, was war da denn noch jetzt hier? Wir brauchen. Huch. Benötigen Wasser. Die ist ausgerutscht auf dem... auf dem Monobiest. So. Ja, ich wollte eigentlich noch eine Apotheke bauen. Mache ich erstmal nicht, denn ich gehe erstmal in die Post. Töpferei benötigt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Und so weiter. Topfschmerzen kennen wir ja. Das Ding, bauen wir gleich. Ich würde fast sagen, wir bitten mal den Patienten zu warten, denn... Sondermeldung, klasse, wir konnten die komplette Patientengruppe heilen, um den Satz zu vollenden. 5 von 5. Neue Krankheit entdeckt, Beinauer. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, Beinauer. Von übermäßiger körperlicher Betätigung verursacht, wird auf der Frakturstation behandelt. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken. Frakturstation, machen wir. Diagnosebeschluss. Einer unserer Patienten, Henry Gray, hat all unsere Diagnosezimmer abgeklappert. Wir sind uns aber mit der Diagnose nur zu 84% sicher. Wir können ihn bitten zu warten, bis weitere Diagnosezimmer verfügbar sind, das Risiko einer Behandlung eingehen oder ihn nach Hause schicken. Ganz ehrlich, ich schicke ihn mal nach Hause. Ist nicht optimal, aber ich habe momentan... Oh, da ist er. Da haut er ab. Warte, ich habe gerade den Faden verloren, was ich gerade machen wollte. Ich wollte... Also wir brauchen, warte mal, ich muss, ja, Topfschmerzen, genau, diese Topfdingsbums. Ich gehe mal kurz in die Pause. Denn, ich habe gerade was entdeckt, was mir überhaupt nicht gefällt. Was mache ich denn mit dem Platz hier neben dem, was sind, wie viele sind das? Hier sind nur zwei Quadratmeter, oder? Nehme ich mal an. Das wird für einen Klo nicht reichen, nehme ich mal stark. Mann, wo ist denn das Klo? Toiletten. Ja, 3x2, doch, geht. Würde gehen. Ja, wie geil. Dann baue ich hier erstmal noch ein Klo ein. Warte mal, ich mache mal 2x4. Dann passt das auch von der Aufteilung besser, glaube ich. Die Lokustür, die baue ich hier hin. So. Und dann baue ich hier einen Raum hin. Ein Dings hin. Und da, das reicht. Ein Waschbecken. Genau vor das Fenster. Nee. Dann mache ich lieber, das mache ich mir lieber dahin. Dann baue ich hier nämlich noch den Heizkörper unter das Fenster. Desinfektionsspender, den kriegen wir denn noch dazwischen getackert? Nee, kriegen wir nicht. Leider nein. Dann mache ich den hier neben die Tür. So. Was? Ah, ein Haartrockner. Nein, Handtrockner. Ich sage immer Haartrockner. Warum sage ich immer Haartrockner? Weil es einer ist. Nee, ist keiner. So, ein Feuerlöscher brauchen wir auf dem Klo. Erstmal, eigentlich ja, aber ich würde gerne darauf verzichten. Aufgrund des Platzmangels. Ich würde aber hier, ja, hier die Pflanze in die Mitte. Geht doch, oder? Ist doch schön gemütlich. Ja. Das kann man machen, denke ich. Das kann man machen. Ja, dann war es das mit dem Klo erstmal. Ach, die goldene Toilette. Ah, verdammt, die goldene Toilette. Ich wollte eigentlich eine. Wo ging denn das eigentlich? Da muss ich beim nächsten Klo mal gucken. Habe ich schon wieder vergessen. Mist, verdammt. Okay, eine Topferei. Moment. Eine Topferei. Sekunde. Wo ist die? Hier ist die Topferei. Die muss mindestens 4x4 sein. 1, 2, 3, 4. Ich würde ungern so eine Riesentopferei bauen hier. Das ist doof.
Kann ich die hier drüben? Muss ich die hier drüben bauen? Das ist eigentlich auch Verschwendung. Verdamme ich aber auch. Oder ich baue an. Das Doofe ist nur, ich habe den Patienten ja warten lassen, oder? Ja, da ist er. Der wartet hier noch ein paar Minuten. Ich bin gerade so ein bisschen. Okay, pass auf, ich baue die hier einmal einfach in die Ecke. Oder hier dran. Was muss sie sein? 4x4. 1, 2, 3, geht nicht. Nee, also ich muss die irgendwo. Ich mache die erstmal hier hin. Mach die auch nur 4x4. So, warte. Weiß nicht, was ist besser, jetzt hier die Tür hier hinzubauen? Oder hier? Ich glaube, ich mache die hier hin, oder? Nee, ich mache die da hin. So. Dann muss ich gerade mal gucken, wie rum. Okay, der geht davon da ran. Also muss das Ding so rum. Geht gerade so rein hier. So. Zack. Okay. Der Abfalleimer. Desinfektionsspender. Eine Heizung. Ah. Okay, ich meine, wir kennen das ja schon, aber ich würde jetzt ungern, Folge ist eh gleich vorbei. Deswegen gehe ich jetzt nicht nochmal in den Cut, in den Schnitt. Mache ich zwei Pflanzen hier hin. Ja, könnte man machen. So, Skelettmodell braucht man nicht. Ein Schrank, der kann hier noch rein. Den bastle ich mal dahin. Jo, steht an der Wand. Ja, was noch? Ein Regal, kann ich hier ein Regal einbauen? Wahrscheinlich nicht. Nee, ist nicht verfügbar hier. Gut, lalalala. Heizung haben wir. Ja, dann mache ich es noch ein bisschen bunt. Einmal hier noch so ein Bildchen hin. Dann hier drüben. So, einmal jeweils mittig vom Raum. Und das Gekringel hier. Dahin haben wir gleich die Prestigestufe 3 erreicht. Das ist wunderbar. Das sollte auch erstmal genügen. Ich würde gerne noch den Stuhl. Der obligatorische Stuhl für unsere Mitarbeiter. Und dann müsste es erstmal gewesen sein. Was müssen wir denn hier? Ein Arzt direkt. Okay, stellen wir doch gleich mal einen Arzt ein und dann war es das für diese Folge. Ich sag schon mal, oh, Wurst. Spike Wurst. In die Wüste heißt der. So. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder hier im Two Point Hospital. Also bis dahin. Ciao. Wir entschuldigen.